Boah, was ist das denn? Wird auch noch gewässert. Ach, wahrscheinlich so ein Ding, so eine Blume. Nimm ein großes Eilein, damit wirst du groß und stark. Aber ist ja bereits hier. Ist ja einer von der ganz schnellen Sorte. Und tschüss. Findet sich ja gar nicht. Die Tür ist abgeschlossen. Ja, ich habe einen Schlüssel. Ein Ei gießen, sicher. Apfelkuchen, moin. Bin ja so einsam. Spielt ihr vielleicht mit mir? Klar. Ui, danke. Kalkinchen. Nicht Katharinchen. Oh, ich zerbreche das Ei. Ja. Kann man bei dem Ei auch Gedanken lesen? Mal testen, ne? Nein, testen wir mal. Katharinchen. Keine Anfälligkeit. Und? Hetz mich nicht. Herz. Auch gut. Da müsst ihr jetzt rauskommen. Es ist Birdo! Hallöchen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht an Birdo gerade gedacht. Überhaupt nicht. Schon wieder nicht. Genau wie bei Paper Mario letztes Mal. Oh, nice. Aber ich will doch nicht. Warum muss ich denn Birdo besiegen? Herr Birdo ist doch nie. Ja, doch, Birdo ist schon mal schlecht. Aber in den meisten Mario Games eigentlich eher selten. Solche Mario Games. Neue Gedanken. Kämpfe sind mit den Liebsten. Mit den Liebsten gleich nochmal so süß. Ach, du Heilige. Hat keine Anfälligkeit. Ich muss aber nur Schaden machen. Oh, macht aber ganz schön Schaden, die alle. Die gute. Na, die gute meint ihr natürlich. Und ich mache echt extrem wenig Schaden. Das ist gar nicht so gut. Mein Schaden ist echt nicht viel. Und die hat keine Schwächen. Bowser sagt Dankeschön. Das ist, komisch. Wie die mal hüpft dabei. Die 30 nicht. Mann! Hey, der Worker. Mann! Als wenn das am Ende schwerer wird. Hey, eifrig? Eifrig! Ah. Okay, zu gut. Oh, das macht Schaden. Okay. Ich hab 28. aber das Ei macht gut Schaden, wie ich gesehen habe. Ich will es nochmal versuchen. Ich krieg's aber irgendwie kaum noch hin. Weil ich hatte eben gerade wieder so viel, ne? Halt immer wieder versuchen. Erst ist immer, dass man zwischendurch mal blinken muss. Nein, das habe ich wieder zu früh gedrückt. Ah. Also den Ei, was ich gerade mache, hat, wurde mir übrigens auch gerade eben schon gesagt, dass man die Eier zurückprallen lassen muss. Wir versuchen das gerne weiter. Immer muss ich das mal schaffen hier. Chipperino ist auch wieder am Start. Yes! Hab's. Ich hab's. Das reicht mir. Können wir gleich mal nachgucken, was wir kriegen. Weiß nicht, ob du dazu gucken willst, Amigo. Und spoilert dich das noch. So langsam müsst ihr dir mal besiegt werden. Daneben? Was? Die Explosion geht daneben? Was ein Quatsch. 30 Sprünge, wenn du das hast. Es gibt so einen NPC, der gibt dir dann was. Mal gucken, was ich gleich kriege. Ach Mist, jetzt hat sie dreimal geschossen wieder. Ich mach nur einen Schaden. Was ein Quatsch. 190 Sprünge. Man könnte mehr schaffen, ja.
Aber es ist mir jetzt nicht mehr so wichtig. Das war mir nur am Anfang wichtig jetzt. Nur so ein Blumensamen. Ja, aber haben ist besser als brauchen, ne? Ach, ich werde euch nie wieder gehen lassen. Ihr seid einfach zu niedlich. Ich wollte sagen, Ende? Ja. Egal, wir gucken dann mal, was wir kriegen. Lasschüsse 2 erhalten. Da guckst du, ne? War der Weg weit hierhin? Es gab 2 Wege. Ja gut, okay, sind noch ein paar Gegner. Den Gegner kenne ich gar nicht. Rüpelrotor. Ich habe den halt nur einmal gesehen in der anderen Sache da. Aber nicht als Gegner. Das war für Metroid. Qual Maxo. Nee, ist Metroid. Ist einfach Metroid. Was? Ah, okay, okay. Gut, dass ich nach unten gegangen bin. Oh, ist wieder ein geheimer Schatz. Will ich den irgendwie holen? Mache ich alle fertig. Schade, dass die anderen, die da halt sind, irgendwie nicht gleich in den Kampf mit reingezogen werden. Und das sind alles einzelne Kämpfe. Aber wir machen einfach so. Einfach plus Spam und bumm, tot. Gewonnen. Und jetzt noch. Slap. Bam, bam. Und tschüss. Noch alle fertig. Ich mache alle fertig. Noch richtig. Ach so. Oh. Ja, du bist ein blauer von denen, ne? Nicht mal ein roter. Mit Big Chunky Boy. Bin ein bisschen schneller als ich. Blaumeister. Wurde betäubt? Ja, ich werde betäubt. Auch betäubt? Ist aber immer so, wenn man die trifft, oder was? Ha, beide weg. Der Große ist abflugbereit. Nicht wie bei Asterix Obelix, der Dicke. Der Dicke kommt. Wo? Wo ist der Dicke? Oder irgendwie so geht das. Ja gut, der Schatz kann überall sein, ne? Auch hier unten. Oder der ist auf der Truhe drauf. Ah, es könnte sein, dass er wieder auf der Truhe ist. Aber bislang, muss ich sagen, hat man bei diesen Geheimschätzen irgendwie nicht so tolle Sachen raus, außer Froschmünzen. Ja, die bringen was, die kannst du ja auch so kriegen. Aber nicht so ein geiles Rüstungs-Item oder so. Immer hier irgendwie eher vergebens. Ja, war sogar hier. Ja. Die Rüstungs-Items musst du halt immer eher kaufen, ne? König Nimbus gedenkt zu ruhen. Wehe, eine rennt hier rum und macht Lärm. Ihre Hoheit Valentina, eure Königin. Mario. Das kann nur eines bedeuten. Meine Mama und mein Papa sind da drinne. Huch, aber. Abgeschlossen. Die kriegen wir nicht auf. Wetten? Da sieht man es mal wieder. Ohne mich werdet ihr Winzling aufgeschmissen. Platz da. Jetzt zeige ich euch, was Hören und Muskelschmalz so alles bewirken. Bahn frei für Bowser. Halt, bitte warte. Wenn mein Papa wirklich krank ist. Ja, am Wein ist da hinten. Wenn mein Papa wirklich krank ist, dann dürfen wir auf keinen Fall Radau machen. Wir müssen irgendwas anderes versuchen. Richtig Rabatz machen. Am besten, wir finden Valentina und bringen sie dazu, uns die Wahrheit zu sagen. Aber bahnfrei für. Oh, Mann. Oh. Darf ich nicht zeigen, dass ich weine? Ich meine, wag es bloß nicht mehr, dem großen Bowser zu widersprechen, klar? Heute will ich das nochmal durchgehen lassen. Aber sieh zu, dass du das nicht nochmal passiert. Ich mache alle fertig. Du bist ja wieder, bin ich wieder. König Valentina? Wieso? Ach, der hieß so. Ach, weil er wie eine Biene ist. Ich habe da noch nie auf geachtet auf den Namen. König Valentina? Ich bin eine Biene. Bestäube dich. Gibt's hier irgendwie was zum Abspeichern? Oh, ein Dickmops.
Schade, dass sie da noch den, nicht den First Hit hier eingebaut hatten in den Game, ne? Aber es war ja auch das erste seiner. Von den RPGs. Jetzt laden sie sich wieder auf, wahrscheinlich. Aber es ging doch schneller, als ich dachte, weil ich einfach wegdrücken kann. Okay. Das hat diesmal mehr Schaden gemacht. Und da weiß ich leider nicht genau, wann ich drücken muss. Ist erstmal ein mit dem Fächer. Geplatzt. Ja, schon richtig KP. Oh, es heilt gar nicht so viel. Ich glaube, die Heilung wäre besser. Beides kostet zwar 2, aber Mellow, glaube ich, hat bestimmt weniger Dingens als Peach stärker. Ich weiß nicht, ob das so berechnet wird. Denk mal ja, aber. Königin Valentina, eure Hoheit. Dieser Mario, der die Rinsbären erlegt hat. Er ist hier. Hier im Palast. Mario? Wer oder was ist Mario? Nun, ein fülliger Schnurrbart, hervorgelungene Koteletten und zwei mächtige sprungverdächtige Beine. Hm, kommt mir bekannt vor. Ob ich diesen Mario nicht vielleicht irgendwo schon mal gesehen habe? Ich weiß, die Statue, die Garo heute geliefert hat. Was machen wir nur? Was machen wir denn jetzt nur, Majestät? Na, gewiss nicht hin und her brummen und mich anjammern, kapiert? Außerdem, ich sehe die Sache entspannt. Ohne den Schlüssel, den ich hier habe, macht der König keinen Schritt aus seinem Gemach. Was zum? Gibst du wohl Ruhe? Warum hat die ganze Zeit so einen Vogel auf dem Korb? Was ist denn die blöde Statue jetzt? Moment, das ist ja gar keine Statue, das ist ja Mario. Valentina, wir wollen den Schlüssel. Geben Sie ihn her. Sonst? Ja! Oh. Aua. Echt freches Benehmen. Und wer zum Donnerwetter bist du überhaupt? Ich bin der echte Prinz. Jawohl. Frecher Lümmel, du hast also gelauscht? Wie kannst du es wagen? Ich habe sie doch gar nicht belauscht. Sie schreit doch immer so laut. Ha, einfach keine Manieren. Ich gehe jetzt einfach und lass dich stehen. Tschüss. Man sieht sich, ihr Pöbel. Ihr seid auch voller Pöbel hier. na sum was. Valentina ist weggelaufen. Dann brumme ich lieber auch von hinnen. Dodo, wollen wir noch mal ein bisschen fighten? Nee, ich habe gehört. McDonald's hat gerade ein paar Angebote. Tschüss. Oh je, irgendwie ist uns gerade unsere große Chance entgangen. Nichts wie ihr nach. Los, Mario, auf sie mit Gebrill. Okay. Hier ist ein Block zum Speichern. Ein gespeicherter Block. Kann man den perfekt ausweichen? Yeah! Hat sogar funktioniert. Oh. Oh. Hä? Oh. Oh yeah! XP. Was ich ausgewichen war, war gut. Nein, ich konnte Dodo nicht. Ich weiß nicht, ob man Dodo hätte treffen können damit. Egal, habe ich jetzt nicht. Giftdampf und Erdkracher. Ich glaube, Gift funktioniert nicht, ne? Wir probieren es doch mal. Kreis bewegen. Ach ja, die Wolke. Ah, daneben auch noch. Hat sie noch irgendwelche Techniken? Ah, wir müssen mal kurz auf Mellow wechseln. Gedankenleser, was hat er denn Schönes? Hätte man da nicht echt öfter machen können. Geht ja auch recht schnell. 800 KP, Feuer, Furcht und Gift. Oh, Gift funktioniert sogar. Ich habe Hunger. Hab ich doch gesagt, er wird zu McDonald's. Ah, ich hätte mit Mario Feuer einsetzen können, ne? Da werde ich jetzt mit Bowsy Gift machen wieder. Sauber, er ist vergiftet. Zum allerersten Mal im Spiel habe ich jemanden vergiftet. Aber wir machen erstmal den noch, solange wie bis ich Heilung brauche. Jetzt schießt auch andere Dinge raus. Machen wir mal super Feuerball. So ein Feuerball, Junge. Boah, 206 Schaden. Der ist ja schon fast down. Der verliert jede Runde 26. Ah, der schießt ein bisschen später. Jetzt muss ich den Knopf auch später drücken. Dodo ist aber niedlich. Ja, so ein Chunky Burp.
zum Knuddeln. Schon fertig? Wie er da sitzt. Super Booty. Aufstieg und Bowser Level 17. Yes, super. Bald haben wir wirklich die letzten Level, die letzten Skills. Egal, was ich ihm gebe. Ja, okay, Magiestärke ist das, was am meisten gerade hochgeht. Das nehme ich dann auch. Falle ich wirklich runter oder ist es unsichtbarer? Was ist das denn? Also für, nein! Die Truden! Oh, da, ja, er geht einfach genau dadurch, hat die Mütze auch noch abgenommen. Das kann dir doch den Spieler nicht so zeigen. Prinz Merle badet gerade in den heißen Quellen. Ach, wie herrlich entspannt das wohl sein muss. Hier geht's zur heißen Quelle, aber nur Mitglieder der Königsfamilie dürfen darin baden. Ihr seht nicht besonders kündlich aus. Hallo? Ah. Lande ich hier? Guck mal, ich hab's geschafft, dahinter zu kommen. Ja, ganz einfach, kann man einfach rüberspringen. Und mehr geht nicht? Ne, da komme ich her. Ja, aber was hat mir das jetzt gebracht? Jetzt bin ich hier. Ja, nu? Muss ich da wieder hochlaufen, oder was? Was ist das für ein Crap? Ah, okay. Bitte, Valentina, da seid ihr. Muss ich ja gar nicht hochlaufen, ich bin ja schon da oben. Wir haben eine Valentina. Geht es dem König wieder besser? Seine Gemahlin, der Königin? Was ist mit ihr? Was denn Dede? Und Prinz Mello ist ja wohl auf. Wisst ihr, was ich glaube, eure Hoheit? Ich glaube ja das. Aber nicht nur das. Und da außerdem spammen wir dich jetzt voll voll. Voll voll. Wir labern nicht richtig zu. Ah! Klapp halten, sofort. Ein stupides Klapper. Reine Zeitverschwendung. Nun stehe ich hier, muss mir eure Einfältigkeit anhören und... Ah, da kommt Mario und hat mich eingeholt. Dodo! Dodo! Ja, wo steckt denn die Nebelkrähe? Dodo, hast du Wolken auf den Ohren? Komm sofort her und hilf mir, Mario zu unterhalten. Steckst du? Beweg dich! Jetzt gibt's erstmal ordentlich einen. Ach, hier sieht die so aus. Dieses, das kannte ich schon. Hat man schon einmal gesehen. Ich fand, ich dachte die ganze Zeit immer, die verändert sich optisch noch. Wie sieht ein Kampf aber nur so aus? Nee! Was soll denn das jetzt? Oh, jetzt ist... Wisst ihr, was jetzt ist? Showtime! Natur auf dem Kopf. Ich habe keine Ahnung, ob ich die ganze Zeit einen Vogel auf dem Kopf hat. 95 Schaden auf einmal? Und mir der Mello entführt. Ja gut, den habe ich gerade nicht dabei, ne? Vielleicht immer den mittleren? Der wird entführt? Alter, der kriegt 77 Schaden pro Runde extra durch den Skift. Ein bisschen stark, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe halt... Ich habe halt einfach genau den richtigen Charakter gegen ihn. Hm. Ja, hab ich auch, ist ein Papagei, ja. War zu früh gedrückt wieder. So, du musst mal wechseln, mal lieber auf Peach. Wobei, ja, jetzt kann ich nicht mehr zurückwechseln. Hätte zu Mello wechseln sollen. 100 Damage, das ist ganz gut. Mist, mir gehen die BP aus, sehe ich gerade. Ich muss langsam heilen. Oh, die haben mich geslappt. (lacht) 1818 noch. Wow, das war ganz schön viel KP. Dieser Mario ist ein Winzling, der nur groß tut. Wisst ihr eigentlich, was sie verändert haben im Remake? Im Original haben, waren noch Boop-Physics drin. Das habe ich durch Videos mitgekriegt. Haben sie hier rausgenommen. Kann ich Bowser aber wieder haben oder muss das jetzt die ganze Zeit so weitergehen?
Oh, schon wieder schnell. Wieder sowas. Na gut, der Schaden ist ja echt lächerlich. Dann kann ich auch erstmal noch ein bisschen Gino behalten für ein bisschen mehr Damage. Ah, der macht seinen Angriff jetzt später als vorher. Muss ich erstmal wieder klarkommen, weil ich drücken muss. Oh, jetzt ist er hier. Aber er ist noch vergiftet. Dodo, du hast verloren. Und so schnell? An meiner Seite, du Federkugel. Dodo ist irgendwie echt cute. Ja, komm, machen wir das mal. Machen wir hier mal Sternhagel. Das kann man nicht abwehren. Ein KP! Boah. Bisschen lucky, wa? Ah, ist halt nicht mehr ganz voll. Also Bowser hat mittlerweile so viel KP, das halt nicht mehr komplett. Lieber auf Dodo gehen, würde ich sagen, oder? Ich glaube, der Dodo wird schneller down gehen. Ist schon down? Okay. BP heilen muss noch sein. Das Gute ist bei Peach, ist halt wirklich wirkungslos. Weil sie diesen gewissen Ring anhat. Ja. Und so viele gute Items eigentlich noch. Haben wir den Honig... Nee, Honigsirup bringt ja gar nichts mehr. 10 BP ist ja lächerlich. Ahornsirup. So, auf jeden Fall schickt das Spiel, definitiv. So, okay. Oh nein. Jetzt kommt ein bisschen viel AOE hintereinander und ich kann gerade nicht viel machen. Jetzt muss ich schon wieder wechseln. Aber der kann ja auch heilen. Und der ist immer so happy. Der ist einfach immer so happy, Mann. Yay! Ja, das ist ja so geil. Okay, was können wir mal machen? Donnerschock habe ich noch nie eingesetzt. Setz einen Gegner unter Strom, drücke A kurz vor Auftreffen des Schocks. Okay, ich hatte absolut keine Ahnung, wann das genau kommt. Ich musste das erstmal einmal sehen. Ich kannte das nicht. Was habe ich denn vergessen? Ach so, stimmt, ich bin nicht zu dem NPC gegangen wegen, ja, ich weiß, was du meinst. Hast recht. Gehe ich nach dem Kampf hin. Sieht ja jetzt gerade nicht so... noch nicht so schlecht aus hier. Aber man heilt sich sogar, als wenn man in diesem Pilz drin ist. Das, als hätte es abgebrochen. Ah, ich muss wechseln, ne? Ich habe den Streamplan nicht vergessen. Ich wusste nur nicht, wie weit wir heute kommen. Deshalb habe ich den noch nicht reingehauen. Melokachu. Stimmt, wegen Donnerschock, ja. Oh, ich fasse es nicht. Und mir reicht's. Los, Dodo, wir verschwinden. Ein süßes Leb wohl. Ich hab gewonnen, okay. Ich hab den schon angefangen zu machen sogar, aber da ich jetzt gar nicht wusste, wegen den anderen in dem Spiel, habe ich es gelassen. Meistens mache ich den Streamplan immer dann, wenn halt der letzte Stream war. Jetzt könnte ich, nee, passt so. Level 17. Magie geht ganz gut hoch. Ein bisschen hoch. Nehmen wir das. Oh je, da fliegt sie. Wahrscheinlich haben sie auch einen Stern. Beide, wir müssen ihr nach. Mit den Schlüssel, den wir brauchen. Ich wollte sagen, der kommt bestimmt zurück. Au! Oh Mann, ey. Nanu, schau nur, Mario. Wie der sich freut wieder. Aber immer noch krass, wenn ich überlege, dass jemand seit 8 Stunden durchspielt. Auch wenn er das Spiel kennt. Hm?
Ach so, weil Mallow wieder anfängt zu weinen, weil seine Eltern sieht. Geil. Wahrscheinlich haben die einen Stern. Da. Mama, Papa, ich möchte euch jemanden vorstellen, und zwar meinen Freund Mario. Und meine anderen Reisegefährten. Hört, hört, ich bin Marlos Vater. König Nimbus, ach, wie können wir euch nur jemals danken. Ich grüße euch. Habt Dank für die Hilfe, die ihr meinem geliebten Kind geschenkt habt. Wartet, ich stelle sie euch alle vor. Dies ist Prinzessin Peach aus dem Pilzpalast. Knicks. Ach, man hört ja so viel über euch. Darf ich vielleicht ein Autogramm von euch haben? Aber Liebster, bringt doch nicht unseren Jungen nicht gleich in Verlegenheit. Aber ich... Na gut. Er ist der freundliche Herr mit dem Schnauzbart? Das ist Mario. Er hat mir ganz viel geholfen. Mario? Etwa der Mario? Springende, hüpfende Mario? Ui, ein Autogramm bitte. Der Nimbus 2001. Liebster. Na gut, aber Mario, könntest du mir vielleicht deine weltberühmten Sprünge zeigen? Du musst einen ganz kleinen Hopser. Einfach fantastisch. Das da hinten ist Bowser, der Anführer von Bowser Schergen. Na sowas, noch eine Berühmtheit. Wird verrückt bei so viel Prominenz. Bowser, würden Sie mir vielleicht ein... Ernsthaft jetzt? Nein, nicht mein winziges Strichelchen? Gut, na gut, ist ja gut, ey. Mein vierter Gefährte ist Gino. Gino kommt aus dem Sternenhimmel, aber das habe ich euch schon erzählt. Genau, genau. Die Geschichte von der Sternenschranke. Wirklich furchtbare Sache. Ja, 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 ja. Nicht Sternenschranke, eure Hoheit. Sternstraße. Ach ja, da wir gerade von Sternen sprechen, vor einiger Zeit ist ein großer Stern von Himmel in den Vulkan ganz in der Nähe gefallen. Was? Oh, das war ganz sicher ein Sternstück. Aber Liebste, im Vulkan lebt doch der schreckliche Kaiserdrache. Den Stern von dort zu bewerken, das wäre doch fast unmöglich. Hm, fast unmöglich. Wenn ihr wahren Helden fast zusammensteht, könnt ihr den Drachen vielleicht besiegen. Ich sag's euch, als ich noch jung war, da hätte ich... Ja, Liebster, gut. Gut, und ihr hört gut zu. Wenn ihr am Vulkan angekommen seid, dann sucht nach Nitro Toad. Wird euch helfen können. Aber zuvor solltet ihr unbedingt mal in unserer heißen Quelle baden. Die ist nämlich der Stolz von ganz Nimbusland. Seid alle schön vorsichtig auf eurer Reise, ja? Sind wir, Mama. Aber zurückkommen werden wir wohl erst, wenn wir den Stern gefunden haben. Wir wissen, was jetzt da im Zimmer drinne war, wo die sind. Wo die drinne waren. Hier war es, ne? Das war schon? Okay. Nein, es ist nicht der Raum. Könnt ihr mich wieder als wach eingestellt? Prinz Mallow. Danke dir sehr. Dank des Schlüssels von dir konnten wir meinen Vater in den König retten. Ist das wirklich der Raum? Gern geschehen, werte Hoheit. Außerdem habt ihr ihn doch gerettet, nicht ich. Ja, in jedem Fall wünsche ich dir alles Gute. Und ich euch ebenfalls. Ach, und eure Hoheit? Hier, diese Kleinigkeit möchte ich euch geben. Bitte sagt nicht nein. Blumenset! Es ist noch eins. Das nehme ich immer gerne an mich. Und immer gebrauchen. Jetzt ist Peach und so hier. Cool. Neue Statuen hier. Ist noch ein Schatz? Kann ich abspringen oder was? Gehen wir von hier oben aus? Wahrscheinlich von dem aus. Von einer Statue aus? Auf dem Berg einfach drauf springen? Nee. Was wahrscheinlich nicht so offensichtlich diesmal gemacht war. Hm, egal. Stimmt, ist der Besen aus Harry Potter dann auch Nimbus Stratus Wolken benannt? Das weiß ich nicht. Gerade nur nach, ob ich hier noch was finde. Nee. Na gut, dann müssen wir jetzt erstmal wieder runter, ne? In die heiße Quelle. Bringt ihr uns was? Gibt ihr uns vielleicht ein bisschen mehr Power? Jetzt dürfen wir da rein.
Hier geht's zur heißen Quelle, aber nur Mitglieder der Königsfamilie. Ui, das ist ja der Prinz Mello. Seid ihr der echte Prinz Mello? Jetzt sei, wir wollten euch erst nicht reinlassen, aber wir sind, wo wir uns so vor uns steht. Ja, war schon irgendwie klar, dass der Riesenvogel nicht unser Prinz war. Ach, das macht doch nichts. Aber dürfen wir jetzt vielleicht rein? Aber selbstverständlich, eure Hoheit. Bitte einzutreten, Hoheit. Und wir wünschen recht viel Vergnügen. Passt du bitte auf, dass niemand hinunter den Vulkan fällt. Okay, 4 Statuen. Sonst kann man da noch lang. Gefahr, ein Schritt von dieser Wolke und sie landen im Berg Furio. Ach, ich muss sogar hier lang. Ich werd hier geheilt, ne? Ich werde hier einfach nur geheilt. Das sah so aus, optisch. Ja. Okay. Dann geht's hier wohl weiter. Oh, voll in den Vulkan gesprungen. Oh, diese Gegner wieder. Warte mal, kann ich hier auch noch raus? Haben wir den Berg Furio jetzt? Haben wir. Dann können wir ja mal eben zum Monsterschlupf. Und gucken wir mal ganz kurz, was kriegen wir denn jetzt Schönes hier? Ich meine, wenn es auch nur ein Blumending jetzt ist, okay, nehme ich trotzdem mit, ne? War das hier? Ja, du bist das. Okay, das ist ein Mehrvorsprung-Rekord bei momentan 32 Stück Punkte vollgelegt. Klasse, hast es geschafft. Der einzige Mal, genau. Hier und hier ist das deine Belohnung. Und es ist Angriffsschal erhalten. Es ist ein Rüstungs-Item. Der kommt wahrscheinlich zu Borstobrosche. Boah! So glücklich weit, dass man vor Freude am liebsten in die Luft springen würde. Alter, die Flinkheit von 15 auf 50. Abwehr 20 höher, Magiestärke 30 fast. Naja, okay. Alter, das ist ja Ultra. Guck dir da mal an, ey. Was ein Boost. Kann das jeder tragen oder nur Mario? Kann jeder tragen sogar. Ne, es war der Knopf. Kann nur Mario tragen, weil er den Sprung gemacht hat. Mario ist einfach OP-Char. OP-Item. Ja, habe ich mir aber erspielt. Nehme ich jetzt. Ganz einfach. Wie ich an den Schlüssel da oben komme, weiß ich übrigens nicht. Keine Ahnung. Der Ding auf den Fersen. Und du bist schon höher gelevelt als ich, Amigo, wieder mal? Mann. Wie viel grindest du denn immer? Ja, siehst du, Amigo? Das Item ist sinnvoll. Versuch's weiter mit den 30 Springen. Schade, dass es nicht für jeden Char sowas gibt. Jetzt ist Mario einfach OP. Hätte das Ding-Item noch gleichzeitig geheilt beim Angreifen, dann wäre es mega OP. Hättest du noch mit Mario spielen müssen. Das ganze andere Team einfach wegpacken. Aber Lifesteal-Items scheint es hier nicht zu geben. Bis jetzt noch nicht. Ist geil, dass man trotzdem XP kriegt, wenn man das hier hat. Nein! Achso, Level Up. Da ist schon gerade was jetzt los. Wahrscheinlich renne ich aber trotzdem gerade in den Gegner rein. Ja, komm, machen wir das mal. Da habe ich ja Feuerschaden stärker. Keiner kommt mehr an Mario ran. Außer es gibt noch echt ein Item für die anderen, aber ich bezweifle das irgendwie gerade ganz stark. Super! Alle brauchen nur noch ein Level. Die anderen, ich finde es krass, Peach und Bowser sind immer noch ein Level voraus. Also fast immer ein bisschen voraus. Da kommt Gino, kriegst du auch mal ein bisschen Magie. Nein, ich hab einfach keinen Bock, gegen Knochen trocken zu kämpfen. Oh, Mario, mach mal ihn kaputt. Angriff auch noch erhöht, schön. Versaut. Da müsste man eigentlich Mello benutzen bei den Gegnern, glaube ich. Weil 18 Schaden ist halt nicht so viel. Aber ich glaube, die haben nicht so viel Leben. Ja, Marios Flinkheit ist auf jeden Fall jetzt sehr hoch. Jetzt greift er wenigstens mal vor den anderen wieder an. Oh, versaut. Aber so viel Leben haben die nicht, die Gegner. Aber die haben halt viel Verteidigung.
voll versemmelt. Peach mein kaputt mit einem. Ich habe wirklich noch einen KP gefehlt. Wow, 33 XP? Wollen wir vielleicht verdoppeln? Okay, wir versuchen es mal. Wo ist Yoshi? Das ist jetzt XP, Mann. Ja, bam. Nice. Ein Hothead. Warte mal, es gibt einen Weg da lang, ne? Oh. Okay, du Herdhotte, du nervst ein bisschen. Stampf? Stumpf. Rot-Hothead. Welche Farbe haben sie sonst? Orange? Drück mal sofort, ey, weil das doch früher so hatte. Jetzt versäust ja auch noch immer. Muss noch später drücken. So, einmal Gruppenkuscheln bitte. Zack. Voll geheilt. Okay. Halt Gruppenkuscheln auch alle Status-Effekte? Ja, sein Körper und Dings sind zwei verschiedene, ne? Interessant, ey. Okay. Stelle KP der Gruppe wieder und heile ihre Status-Effekte. Aber man kriegt beides auf einmal. Das ist ja übel. Wirkungslos? Okay, 33 XP kriegt man immer hier. Kann man einfach mit einem gewissen Sprung dahin kommen? Ja, so nicht. Ja, so. Ein bisschen Donkey Kong Musik. Gefällt mir. Du spielst noch nie Donkey Kong. Will ich aber wieder. Bisschen Donkey Kong. Donkey Kong! Mann, warum bin ich denn so schlecht jetzt da drin? Ich hoffe, dass er sich wieder hochjagt und wenn noch jemand mitreißt. Diesmal nicht. Tschüss. Und kaputt. Nein! Wie fies. Aber heute. Ach, kommt der nicht mehr? Oder habe ich gerade den berührt? Warum ist eine Münze gewesen? War wieder irgendeine Plattform hier oder was, die man aktivieren kann? Vielleicht. Komm hier hoch? Ja. Wow. Weg! Wir haben halt noch einige Items, die man kaufen kann, die halt wirklich noch geil sind, ne? Zum Beispiel, das eine Item würde ich sehr gerne noch kaufen. 11 BP-Verlust. Das ist schon nice. Und sehr, sehr hilfreich, das Ganze. Einfach so gesehen, 50% mehr PP haben als vorher. Ja, solltest du mal machen, Amigo. Hast du ja gesehen, kriegst ein richtig gutes Item, wenn du es schaffst. Ich hätte auch nicht damit geredet, dass es so gut ist, aber doch. Jetzt ist die Frage, ob man vielleicht noch später noch was Besseres kaufen kann oder nicht. So, okay, dann wollen wir mit Mario ganz normal auf Krator. Und mit ihm wechseln wir mal auf ihn, um einmal das Blitzgewitter reinzuhauen. Deshalb, genau. Nicht besser für die beiden. Ich mach einfach einmal Batsch, Batsch. Krators Rasen vom Fuß wird jetzt so rot oder so. Ändert sich gar nichts, okay. Hä? Achso, Mello ist der lang, einfach nur langsam. Gedanken lesen. Gedanken Laser. Eine Explosion, extra für euch. Nein! Oh. Kriegst du zurück. Voll auf Wimmels. Einfach Peach gewonnen hittet. Echt.